Freunde auf YouTube. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind hier nicht live auf unserem Twitch-Account, sondern quasi währenddessen. Wir sind gerade nach Hause gekommen von einer längeren Reise. Ich habe keine Ahnung, weil ich letzte Woche nicht gespielt habe, was passiert ist. Schauen wir mal, was passieren wird. Your Grace, we are victorious. We fought off the spider invasion and defeated the strange triad who led them. As a sign of gratitude. Ah, das war das, was man... Ah, ich weiß schon wieder. Ja, ja. Wir kriegen Geld. I wonder, was this flood of spiders truly caused by that curse? Okay. Ich mache an dieser Stelle keine Schleichwerbung für Maroni-Herzen. Ich esse nämlich einfach nur. Und ihr seht nicht die Packung, aus der ich sie genommen habe. Das heißt, ihr wisst nicht, von wem sie sind. Okay, so, Entschuldigung. Also, like a monster that rests before it feeds again. What? Again? How much time do we have? I am sorry for bringing the bad news, for unfortunately we failed to defeat this curse for good. How much time do we have? Oh, a fair amount, I'd say half a year or even more. Now that the bald hilltop is quiet again, I can barely feel its evil will. I'm sure we will have enough time to prepare for the next attack. Yes, let's level the bald hilltop to the ground and put an end to the curse. Das ist nett. Die hat ja richtig gute Ideen. I doubt we will be able to defeat it in such a straightforward fashion. The heart of the curse is undoubtedly centered on the bald hilltop, but the spiders appeared all throughout the barony. Don't think we are going to do any damage to the curse by destroying the hilltop. I would expect exactly the opposite. We'd only provoke it into attacking again, immediately on the heels of the last. No, the best we can do for now is make sure we are prepared for the next attack. Okay. Don't be such a pessimist, Tristan. We might truly be able to overcome the curse. Ich glaube ihm mehr. Well, let's prepare for the next attack. Very wise. If only we knew more about the curse, we might figure out some way to fight it. Ich meine, ist natürlich fies, ich habe das Spiel schon gespielt, zumindest einen Teil davon, und ich weiß, dass der gute Tristan ein wenig dahinter steckt. Also, man sollte ihm nicht trauen, aber das kann man hier offensichtlich nicht ändern. Lindsay frowns. I don't understand. I spoke to the locals. They never had any spider invasions before. And nothing ever happened on the bald hilltop before either. Now both spiders and the curse. Right when a new barony appeared in the stolen lands, all of this seems highly coincidental. Du hast nicht ganz unrecht, Lindsay. Noch jemand, der kommt? Nein. So, warte mal. Warte mal. Was haben wir hier? Für das haben wir nichts gefunden.
suit blackened apron. Suit blackened rent. Ist das jetzt da anklicke? Wo ist es jetzt hin? Ah, wahrscheinlich da ganz rauf. Okay. Mit Klicken kriegen wir es eh raus. Okay, passt. Schauen wir mal. Ab zum Storyteller. How interesting. Well, your grace gently touches the items from your pack. Der kauft diese Thorax irgendwas ab. Die Druid Leaves. The belongings of the brave heroes who performed their feats here before you. I sense you would be interested to hear their story, but there are too few of them here for me to recount it yet. Please find all five of them. I'm sure you won't regret the time you spent in the search. Okay. Oh, now here is something truly impressive. These items once belonged to a dwarven smith and they wish to tell us their story. The storyteller shakes his head sadly. But too much has been lost, too much forgotten. The story of this smith eludes me. Please find the rest of the five missing items and return them to me as soon as you can. So, may I have shards? Oh, you found shards of the Trailblazer's helm. If reforged, such a helm would serve you well. It would also share its story with us. For that, I would gladly take up the smith's hammer once more. Find the remaining of the 10 shards. Okay, insgesamt gibt es 10 von denen. These shards, they are once part of the Forest Knight's braces. I would be honored to restore this artifact for you. The braces would serve you well for a long time. We could uncover their story if you manage to collect all 10 shards. Oh, auch 10. Noch Savers. Okay, geh wieder weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich das ganze Zeug finde. Naja, diesmal haben wir ja sie mitgenommen. Na gut. So, das sind Inquisitor, Paladin, Ranger, Sword Lord. Endings fehlt. Von denen fehlen noch 8. Und von denen 1, 2. Von denen fehlen noch 3. Mhm. Okay. So, dann werden wir schauen wir mal. Kannst du oder du? Warte mal, du kannst ein Schild tragen. Bist du lawful? Nein, du kannst das Schild tragen. Das ist ja cool. Nicht schlecht.
Breastplate ist auch gut. Studded Leather plus 2. Du kriegst das. Perfekt. So, die sollten noch steigen, weiß ich nicht. Ich will, dass nur den steigen, die steigen, die jetzt mitkommen dann. So, jetzt schauen wir uns mal das da an. Was Neues dazugekommen ist. Mhm. Noch immer niemand da. Passt. Bandits Outrage Problem. Success. Oh, wir haben 20 Building Points dafür gekriegt. Das ist ja cool. Trade Taxes. Triumph. Plus 3 Loyalty. Das finde ich gut. Wizard waits in the castle. Okay, das hatten wir schon. So, schauen wir mal. Hands of Gold. Will expire on first robber. Das ist eine Opportunity. Da kann ich einen von denen hinschicken, aber das ist eine Opportunity. Troll Sighting klingt nach einem Problem. Das sollten wir eher beheben. Requires 28 Days und DC 11. Wir können ihn schicken. Für einen DC 11 muss er 4 oder höher würfeln. Wir werden keine Crisis Points einsetzen. Passt. Start Event. Curse of Bold Hilltop. Rebuild the Temple of the Elk. Okay. Wow, das dauert ja urlang noch. Rank Up. Economy. Training. Curses. Other. Regions. Advisors. Wir brauchen noch einen Geld-Advisor. Da haben wir aber keine Candidates, weil der Dings noch nicht am Hofe ist. Mhm. Ah, wir könnten noch einen Teil unserer Building Points ausgeben. Das ist keine schlechte Idee. Machen wir doch glatt noch. Ja. So, schauen wir mal. Ah, schau, wir haben das haben wir eh schon gebaut. Passt. Entern wir mal. Barracks, was heißt dieser Pfeil hier? Frage ich mich gerade. Das habe ich noch nie gesehen. Can be upgraded to Garrison. Ah. Das heißt der Pfeil wahrscheinlich. Brewery kann man nicht mehr upgraden. Herbalist's House kann man upgraden. Okay. Okay. Was macht eine Garrison? Eine Barracks. Building of to house city guards, militia, military forces, plus 1 to stability when adjacent to a long house. Hm. Machen wir mal Barracks. Wir sind immerhin Lawful Evil. Da sind Barracks durchaus gut. Stocks, das klingt cool. A wooden structure designed to put local criminals on display and give the townsfolk a chance to mock them. Plus 1 bonus to for solving problems in this region. Restricted to baroness with an evil alignment. Tch. Plus 1 to solving problems. Das klingt cool. Was daher machen wir es da? Wieso nicht? So. Stats.
hier haben? Haben wir gute Stats? Keine Ahnung. 17, 31, 31 finde ich gut. So, na gut. Dann schauen wir doch glatt mal, ob wir den, ob wir noch diese zwei Pirater kriegen. Den, wie heißt er? Den Jubilost Nartropel. Dafür brauchen wir, ja genau. Wir werden Exit. Wir werden jetzt aber den Zwerg mitnehmen statt dir. Und ich überlege gerade, ob wir sie mitnehmen. Obwohl sie war eigentlich relativ gut jetzt. Ihn, wenn man, glaube ich, die beiden sind halt so eine Sache. Die beiden sind einfach die besseren Nahkämpfer. Und einen dritten Nahkämpfer brauchen wir nicht, weil ich ein Nahkämpfer bin. Ja. Passt schon, immer die zwei. Die zwei müssen wir jetzt aufbessern, aufpeppeln quasi. So. Dich machen wir mal up levely. Levely, levely, levely. Was? So, wir machen das Level up selber. Da ist nicht allzu viel. Nicht jetzt. Ich will die Skills selber einteilen. Ja. So, warte mal. Lore Religion ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das machen wir auf jeden Fall. Statt Perception werden wir auch noch Use Magic Device nehmen, vielleicht? Nein. Na okay, wir nehmen Perception auch. So. Nein, ich will die auch selber machen. Und wir bleiben schon beim Baden. Was kriegt der Bade? Canny Observer und Arcane Caster. Oh, gib bitte. Knowledge Arcana, Knowledge World und Trickery ist wichtig. Persuasion ist vielleicht nicht so wichtig bei ihr. Use Magic Device schon. Ja, ist okay. Perception ist nie schlecht. Perception sollte jeder von ihnen haben. Okay, warte mal. Könnten aber auch andere Sachen machen, oder? Fast Stealth. Fascinate. Ah, Fascinate ist ein neuer Song. Weapon Focus. Mhm.
Warte mal, du, meine Liebe, nimmst dir doch bitte glatt den Crossbow. Schon einiges besser. Troll Reaper kannst du nicht tragen, na sowas, aber. Aber wir könnten schauen, ob du den Troll Reaper tragen kannst. Der macht tatsächlich mehr Schaden als das, was du hast, und macht noch plus 1d6 Schaden und seine Great Axe. Don't give that to me. Okay. Was hältst du davon, wenn du das so nimmst und einfach damit kämpfst? Du darfst dir dein blödes Schwert behalten und du kriegst noch dieses Ding auch. So, wo wollen wir hin? Da nicht. Wir wollen da in Richtung Süden. Gehen wir als erstes mal nochmal zum Lone House. Sprechen wir dort nochmal mit dem Komiker. Und von dort gehen wir dann weiter und suchen dieses ganze Zwergenzeug. Yep, wir wollen entern. Wir haben quasi eine ganze Aufnahme nur dafür verbraucht, um unsere Leute wieder auszurüsten und mitzunehmen. Finde ich gut. Ich hoffe, hier ist nichts mehr, was uns bekämpft. Ich finde das Lone House einfach zu riesig, diese Karte. Hund, warum brauchst du so lang? Warte mal. Ja, super, das habe ich gut gemacht. Nein. Du gehst in die Mitte. Ich weiß, es ist irgendwie möglich, den Typen dazu zu bewegen, dass er zu dir an den Cord kommt. Aber ich weiß nicht genau, was man machen muss, damit das passiert. Ich meine, es passt, dass wir eher nicht die Guten sind. Also, er ist zumindest noch da. Welcome, Your Grace. Always a pleasure to see you. Offensichtlich gibt es nichts, was wir ihm sagen können, dass er jetzt mal mit uns mitkommt. Naja, gut. Immerhin ist er noch da. Das ganze Zeug. Ah, ich habe noch diesen Dings, diesen Gürtel, den muss ich nicht mal da anziehen. Ich bin so dumm. Ich habe keine Ahnung, was das macht, aber das verkaufen wir auch.
Okay, passt. Incredible Dexterity, Mighty Constitution. Lesser Braces of Archery. These braces empower the wearer to use any bow with a plus one competence bonus on attack rolls. Vielleicht für dich? Kosten 4000, bist du irre? Nein, ich bin zu gierig. Okay. Also er kommt nicht mit. Wir haben noch nicht genügend gelöst für ihn. Ich nehme mal an, wir müssen die Trolle ganz ausräuchern. Danke, wir können auf der Seite auch raus und müssen nicht dort raus, wo wir reinkommen sind. Bla 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 bla. So. Ich würde sagen, an dieser Stelle höre ich mit dem YouTube-Video auf. Während wir uns überlegen, dass die Swamp Witch hat, Troll Clearing, was ist das? Cobalt Trail, naja, da würde ich sagen, gehen wir zuerst mal dahin. Okay, wie schon gesagt, an dieser Stelle verabschiede ich mich von den Menschen auf YouTube. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.